Nein, schalte Jochen. Aber ich dachte, das wäre eine Zentrifuge. Ist das keine Zentrifuge? Das Ding heißt wirklich Zentrifuge, schreibt er. Ideenschmiede. Ah. Okay, da brauchen wir gar nicht so viel. Okay, was ist denn da eine Drehmaschine? Ah, ich bin ja handwerklich komplett unbegabt, deswegen sagen mir die Begriffe alles nichts. Ich hoffe, die Batterie hält noch. Wie sieht es bei uns mit der Batterie aus? Die hält jetzt länger. Medium. Ah, wir brauchen unbedingt die große USV jetzt mal, damit wir hier die Batterien schön der Reihe nach aufladen können und ich nicht ständig immer das Problem habe. Und vor allem, dass wir uns große Batterien dann machen. Nicht mehr die kleinen. Na gut, ich hole schon mal die braunen Dreckkügelchen rein. Sowas. Wisst ihr denn, was passiert, wenn wenn die Relation nicht genau stimmen? Also wenn da zum Beispiel zwei Kohleteile mehr drin sind als bisher. So, da spuckt er wieder alles aus hier. Power low, sagt er schon wieder. Was habe ich denn hier? Ach so. Gut. So, ich hoffe, das wird jetzt aufgeladen. Wir holen uns mal die Batterie hier, die kleine. Oh, das ist eine kleine, das ist Quatsch. Das ist eine kleine. Wir können uns aber die von draußen nehmen. Die hier. Und können die jetzt mal in der Zwischenzeit nutzen. Und die andere kommt zum Laden rein. Okay, okay, alles klar. Wir haben ja genug Zeit. Kein Stress jetzt. Die Drehmaschine ist das, wo du gerade die Zentrifuge... Ach, das ist die Drehmaschine. Ah. Nein, jetzt hör doch mal auf. Jetzt bau doch nochmal eine. Dass man das nicht ausstellen kann. Jetzt habe ich hier zwei Zentrifugen. Shit. Na gut. Okay. Sowas. Wie groß ist die denn? Ziemlich groß. Ist ziemlich groß. Du bekommst dann diese braunen Kugeln raus, wenn die Mischung nicht stimmt. Ach so. Okay, aber dann geht ja uns nichts verloren, sage ich jetzt mal. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich komme ja nirgends mehr hin, ne? Ich muss links was reinschmeißen, rechts kommt was raus. Da wird es jetzt schon ziemlich knapp hier. Hier kann ich wahrscheinlich nichts hinstellen. Da, oh Gott, Gott, wir haben ein Platzproblem aktuell. Wir haben schon mittlerweile Platzprobleme hier. Ich könnte das hier, den Container könnte man rausnehmen. Den brauche ich ja momentan sowieso nicht. Bis ich hier mal was gebacken bekomme. Dauert schon ein bisschen. Stellen wir dich wieder raus. So, nicht umkippen. So, hier wird geladen. Das ist schon mal sehr schön. Dann können wir auch mal die Licht einschalten. Dann brauche ich nicht ständig mein Licht. Und das hier müssen wir jetzt nochmal abbauen. Ist da noch irgendwas drin? Dann müssen wir dich abbauen und ein bisschen nach rechts verschieben. Ich habe natürlich den Werkzeuggürtel jetzt nicht. Demontieren. Und dann setzen wir den einfach mal ein bisschen nach rechts. Nicht zu weit, wir müssen ja dann rechts noch hinkommen, wenn da was rausfällt. So. Und das andere Teil. Hallo Homer, Mahlzeit auch, ja. Was mache ich jetzt mit der zweiten Zentrifuge? Kann ich die wieder irgendwie hier reingeben? Und irgendwie verwerten oder so?
Hat er die jetzt einfach so geschluckt? Oder hat er da was draus gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er hat irgendwas draus gemacht, jetzt wieder irgendwie die Rohbestandteile. Gut, also Zentrifuge. Die stellen wir. Jetzt muss ich erst die... Ah, die Lampe ist ja auch wieder angeschlossen. Das zieht immer so einen Rattenschwanz nach. Wenn wir das hier herstellen, dann müssen wir die Lampe auch nochmal versetzen. Irgendwie hierher vielleicht oder hier rüber. Eigentlich wollte ich nur Stahl, ne? Zum Verwerten brauche ich einen Recycler. Das heißt, ich habe das jetzt hier reingeschmissen. Achso, der ist noch drin. Aha. Na dann, heben wir uns den mal auf. Eigentlich wollte ich ja nur Stahl machen. Aber stattdessen baue ich hier komplett alles um jetzt. Dann müssen wir das hier wieder abschneiden. Schön demontieren hier. Und dann haben wir die Zentrifuge her. Würde auch gerne mal anbauen. Vielleicht da mal uns so einen Lagerraum machen. Dann hätte man nämlich die Kisten auch mal weg. Irgendwo einen Durchgang zu einem zweiten Anbaubereich. Den Ofen musst du gleich aber auch nochmal umbauen. Welchen Ofen? Den hier? Nee. Oh, der ist ein bisschen draußen jetzt. Stimmt. Der ist jetzt ein bisschen draußen. Wie sieht es denn hier aus? Sieht mir immer so schlecht, ob der... oh Gott, ist das groß, das Teil. So. Gut. Dann können wir da hinten eigentlich das Licht wahrscheinlich sogar lassen, Mensch. Wir müssen hier eine Abzweigung machen. Ach, die schmelzt draußen. Ja, die wollte ich auch noch umsetzen. Na klar, die können wir dann auch noch machen. Alles der Reihe nach. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Gut. Das Licht schalte ich mal aus, damit hier schön alles aufgeladen wird. Die große Batterie ist noch nicht aufgeladen. John, hier müssen wir auch nochmal wegzwicken. Habe ich noch mehr Kabel? Ja. Einerseits ist das schon cool, dass man sich hier so um die ganzen Details kümmern muss. Auf der anderen Seite nimmt das halt auch unglaublich viel Zeit in Anspruch. Nein, das war richtig. Wunderschön. Für was habe ich jetzt die Zentrifuge gebaut? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ah, um die Dreckkügelchen auseinanderzubringen. Stimmt. Dann müssen wir hier rüber basteln. Da können wir auch direkt hier reingehen dann. Die Lampe ist hier, das heißt, wir gehen hier runter, dieses Kabel. So. Gut, dass hier die ganzen Anschlüsse genormt sind. Und wir haben wieder Licht. Wunderbar, jetzt brauchen wir noch... jetzt brauchen wir noch die Eisenplatte.
damit hier wieder zu ist. Wie kommt denn ein Kügelchen hier hinter? Dann. Dich habe ich jetzt. Oh. Dich müssen wir auch noch anschließen. Und hier müssen wir auch noch was machen. Dann müssen wir. Ich will ja die Türen momentan nicht betreiben. Das heißt, ich schmeiße hier mal den Anschluss weg, damit die nicht zu viel Strom ziehen. Und hier auch. Gut, durchatmen. Eine der Hürden ist geschafft. Wo schalten wir dich eigentlich an? Gut, dass ich das Licht so schön gebaut habe. Jetzt sehe ich hier gar nichts. Gibt es hier irgendwo einen... Ich komme hier gar nicht hin. Natürlich, da hätte aber auch hätte ich auch früher drauf kommen können, Mensch. Dass ich jetzt hier nicht hinkomme. Nö. Ach, da oben ist der einen Ausschalter. Also ein Ausschalten kann ich's. Ich kann nichts reingeben jetzt, oder? Vielleicht geht's sogar. Na? Jep, Reagenzgemisch einfügen. Na Gott sei Dank. Und, oh, das geht schnell. Das geht schnell. Das geht in der Tat sehr schnell. Gott sei Dank, Mensch. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das erstmal so. Bevor ich hier nochmal umbaue. So, der schmeißt jetzt hier sämtliche Kügelchen raus. Und dann können wir hoffentlich endlich mal Stahl machen. Alles liegt im Weg rum. Gut. Die Physics Engine, ne? Also, wir holen uns die Eisendinger. Wir holen uns, wir machen mal 90 haben wir gesagt, ne? 90 Stück. 90 Stück und 30 Kohle. Jetzt haben wir 80. Und jetzt müssen wir mal ablegen. Das müssen wir jetzt einzeln machen, ne? Oh Gott. So. Da würde ich mir noch ein bisschen was wünschen, dass man hier schöner trennen kann. Gut, also 50 und irgendwo tuckern noch 40 rum. Hier. 150 Eisen und 50 Kohle. Ich will ja nicht das gesamte Eisen weg, wieder wegmachen. Ich brauche das ja vielleicht für andere Sachen auch noch. Aber da hast du schon recht. Dann brauchen wir nicht teilen, ne? Okay, 50 Eisen ist. Sind wir soweit? Ich lasse mich aber auch immer sehr schnell überreden. Einmal. Zweimal. Und jetzt wäre sogar Nacht. Jetzt könnten wir auch die anderen Sachen dann reinschmeißen, die ganzen Eissachen. Wir müssen den Gurt noch wechseln. Und wir brauchen noch einmal Eisen 50. Und wir brauchen Kohle 50. Ich habe gar keine 50 Kohle. Doch, da hinten noch. Oh Gott, oh Gott. Gerade so noch, Mensch.
Zum Trennen gibt es eine Anlage, sagt die Genschmiede. Du meinst, dass wir das etwas schöner trennen können? Ach, hier haben wir auch noch Eisen, sehe ich gerade. Also, rein mit dir. Dann haben wir jetzt hier... Ach so. Ich dachte schon. Jetzt liegt ja auch nochmal. Das ist ja... Hebel, wer hat den Hebel wieder hier liegen lassen? Ich weiß es nicht. Das Spiel will nicht, dass wir Eisen, dass wir Stahl machen. Habe ich das Gefühl. Das Spiel will nicht, dass wir das machen. So, jetzt haben wir 150 Eisen, 50 Kohle. Jetzt müssen wir in unsere Tasche greifen. Es ist ja jetzt dunkel, das heißt, da sollte eigentlich wenig passieren. Und was hat der gemacht? Der hat zweimal Oxid und einmal Volatil. Obwohl hier schon Pressure ziemlich hoch ist jetzt, ne? Ich schmeiß mal so Volatil rein. Ein Stück. Ein Stück. Zack. Stahl ist besser zum Stationbau. Die Stahlgerüste, Stahlwände sind günstiger als Eisen und sehen besser aus. Ja. Nein, sagt die Ideenschmiede. Ich sollte doch das hier reinschmeißen. Halt! Nein, halt, halt! aber das im Video war es genauso. Ich muss den Ofen umbauen. Wieso denn? Können wir ja seitwärts jetzt auch nutzen. Oder habe ich den irgendwo falsch reingeschmissen jetzt? Schreib mal kurz, wieso kann ich denn den jetzt nicht nutzen? Und schreib schnell, weil bald die Sonne aufgeht. Dann schmilzt mir wieder das Eis weg. Ich kann den doch auch im Liegen nutzen. Es sei denn natürlich, ich habe irgendwo einen Eingang auf der unteren Seite. Aber soweit ich mich an das Video erinnere, hat der alles oben reingeschmissen. Er hat oben die ganzen Erze reingeschmissen und auch dann Volatil und das Oxid. Und dann ist hier die Temperatur gestiegen. Das liegt daran, dass das Video alt war. Nach ein paar Updates funktioniert der Ofen anders. Okay, also ich muss den jetzt drehen, oder wie? Das heißt, ich habe die ganzen Dinger jetzt wieder umsonst reingesetzt. Und ich habe natürlich meinen Werkzeuggürtel nicht dabei. Okay, ich bin jetzt eine Stunde und 19 Minuten im Spiel. Und habe quasi noch gar nichts gemacht, außer natürlich gelernt. Also Ideenschmiede sagt, platziere ihn neu, okay. Lemon Fresh 7 sagt, Oxide noch rein, dann Knopf drücken. Aber wieso? Ich brauche doch kein... Wieso brauche ich denn das Rohr, Ideenschmiede? Wieso brauche ich denn ein Rohr? Hallo Shinryaku. Wieso brauche ich denn ein Rohr? Und ein Ventil auch noch? Also gestern hat es noch geheißen, das brauche ich nicht. Ne, dass wir hier die Rohre nutzen. Die braucht ja kein Mensch jetzt. Ich baue jetzt mal den ab. Und da sind wieder unsere Kügelchen, hat sich ja super gelohnt. Rollt zu unserem Lager. Also, dann basteln wir den hier dran. Beziehungsweise müssen ihn nochmal drehen. Kann ich den so dran?
Ja. Jetzt drehe ich unten einen passiven Lüfter ran. Und Lemon Fresh sagt, ich brauche kein Rohr, muss nicht drehen. Das wird schon ziemlich kompliziert wieder, Ideenschmiede. Da hat es gestern doch geheißen, das brauchen wir nicht. Ja? Also ich baue den jetzt mal hier an. Jetzt haben wir hier den einen Ausschalter, das ist okay, hier kommt das Zeug raus, dann sammelt sich das schön hier vielleicht. Und jetzt müssen wir aber eine Treppe hier hochbauen. Sonst kann ich ja nichts reinschmeißen. Und die Reagenzdinger, die müssen wir auch wieder aufdröseln. Wobei ich die behalten kann, die müssten ja die gleichen Werte haben, das heißt, die können wir dann direkt wieder reinschmeißen. Ich verstehe nicht, wieso ich jetzt hier mit Rohren anfangen muss. Das ist ja nur, damit ich quasi den die Gase dann entweder sammle wieder, die übrigen, oder dann irgendwie den Druckausgleich mache. Aber wenn das einfach rausgepumpt wird, dann habe ich ja eh keinen Druckausgleich. Dann brauche ich den ja nicht. Treppe. Irgendwo habe ich hier eine Treppe gesehen. Treppe. Wir haben mal wieder keinen Saft. Ich tausche die Batterie aus. Power critical. So. Wir könnten auch hier eine große reinsetzen. Dann haben wir hier nur noch kleine, ist aber auch okay. Heiz besser den Ofen vor und dann erst die Erze rein. Okay, vorheizen meinst du mit den Gasen, ne? Dass wir dann erst die Erze reinsetzen. Ich baue jetzt erstmal eine Treppe. Da bin ich auf der sicheren Seite. Da kann ich ja nichts falsch machen. Einschalten, wir brauchen 15 Eisen. Das kann selbst ich noch. Rein damit, 15 Eisen haben wir gerade hier. Los geht's. Zweiter Tag und schon komplett hier am rumbasteln. So, Treppe fällt raus. Wo ist die denn jetzt? Hä? Moment. Jetzt durchgefallen irgendwohin durchgefallen. Wer baut denn hier so eng? Das gibt's ja nicht. Ich hab's doch gesehen, dass hier was rauskommt. Ich hol noch mal Eisen, wenn ich noch irgendwo Eisen habe. Da brauchen wir wieder richtiges Eisen. Vielleicht liegt es jetzt draußen, sagte Shinryaku. Durch die Wand geploppt. Ich schau mal. Offenbar nicht. Das ist doch blöd. Mist. Vielleicht sollte ich doch irgendwann mal anbauen jetzt. Langsam wird die... ist die Zeit reif für einen Anbau. Ich probiere es noch einmal. Kohle bringen wir nach draußen. Das Problem ist, dass wenn du das Eis reinschmeißt und ihn zündest, hast du Temperatur und Druck im System. Wenn du dann wieder Eis nachschmeißt, dann zersetzt es sich gleich, ohne ein gutes Mischungsverhältnis zu haben. Deswegen brauchst du die Ventile und dann den passiven Lüfter, um das System gas- und druckfrei zu machen. Batterie-Ladegerät ist nicht eingeschaltet, doch ist eingeschaltet.
Kann ich eigentlich hier Änderungen machen an den Schaltern? Ich habe das gestern gesehen, dass man da mit dem Werkzeug... Kann ich da irgendwas machen? Oder... Nee, die sind offenbar... Die sind so nur zum Anschauen da. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Barren. Den Barren schmeißen wir hier rein. Jetzt machen wir da die Treppe nochmal und dann schauen wir mal zu, wo die hinsaust. Wer schreibt denn da noch im YouTube-Chat Lemonfresh? Ich streame ja auf YouTube und Twitch gleichzeitig. So, jetzt ist gleich soweit. Schauen mal, wo das hinfällt. Jetzt geht's. Stopp, keinen zweiten mehr machen.